Sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragete er sie abermals, wen suchet ihr? Sie aber sprachen, dass das Wort erfüllt würde, welches sagte, ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht. Hieb ihm sein Recht vorab und der Knecht.
hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Strecke dein Speer in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat.
Öffentlich
wie dabei stunden Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet?
Thank you.
erfülle Türe das Wort Jesu, welches er sagte, da er deutete, welches Todes ersterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst? Oder haben sie andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Ein Volk und die hohen Priester haben mich antwortet, was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine ich bin dazu gekommen.
Oh.
allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht der Wege, der Wege, der Wege, wie sein Blut gefärbt errückten in allen Stücken. In allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Der Wege, wie sein Blut gefärbt errückten, in allen Stücken, dem Himmel gleiche geht. Der Wege, der Wege, der Wege, wie sein Blut gefärbt errückten, in allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche. Wasser wogen von uns versinnt,
Stücken, in allen Stücken, im Himmel gleiche, im Himmel gleiche geht. Setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Thank you.
das Recht aus und sprach zu Seht, das
und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelstätt, welches heißet auf Hebräisch Seelen, ihr angehobenen Seelen,
mit ihm 10 andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten innen. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz, und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viel Juden, denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Thank you.
geteilet und habe über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegesknechte, es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria Kleophas bei und Maria
Bye.
zwar nicht sagen, vor Schmerzen, zwar nicht sagen, vor Schmerzen, zwar nicht sagen,
die Juden aber, wie weit es der Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über. Denn desselbigen Sabbattags war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine und dem Andern, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der, das gesehen hat, er hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf dass ihr glaubet. Denn solches ist geschehen, auf dass die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Abermals spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Im Garten ein Neugrab, in
welches niemand je gelegen war. Da selbst hinlegten sie Jesum, und des Rüsttags willen der Juden.